Die Hirnforschung interessiert uns vor allen Dingen, weil wir wissen wollen, was hier drin vor sich geht, also im Gehirn des Menschen. Allerdings viele Erkenntnisse der Hirnforschung wurden gewonnen bei Tieren, also zum Beispiel der Maus, der Schnecke Aplysia oder auch der Biene. Und bei mir sitzt jetzt einer der Pioniere der Erforschung des Hirns der Biene, Randolf Menzel. Guten Tag, Herr Menzel. Guten Tag, Herr Vogt. Warum haben Sie sich denn ausgerechnet für die Biene entschieden, um sie zu erforschen? Die Biene ist für mich deswegen so aufregend und spannend, weil sie so kooperativ ist. Sie kommt in einem großen Schar, es sind viele Tausende, die bei dem Experiment mitmachen. Man kann sehr schnell Dressuren mit ihnen durchführen, man kann sie sehr schön testen. Die Statistik ist in diesem Fall gar kein Problem. Sie sind zuverlässig. Wenn das Wetter mitspielt, kommen sie alle 5 Minuten an die Versuchsapparatur. Sie sind außerordentlich intelligent in dem Sinn, weil sie sehr viele Sinnesleistungen vollbringen. Eine Reihe von Sinnesleistungen sind an den Bienen von Karl von Frisch in seiner Schule entdeckt worden. Also man ist auch eingebettet in ein großes Wissensgebilde, was über gut 100 Jahre erarbeitet worden ist. Und das ist natürlich eine wunderbare Ausgangssituation, um mit einem Tier wie ein Modell zu arbeiten. Wenn Sie sich zurückerinnern, wie war denn Ihre erste Begegnung mit der Erforschung der Biene? Das weiß ich noch wie heute, weil es mit einem Erlebnis zusammenhing, das mir gezeigt hat, welche Begeisterungsfähigkeit man für ein Tier haben kann. Das war Martin Lindauer, der nun für mich ganz oben stehende Institutsleiter und so Respektperson, der zu mir gesagt hat, es war der Pfingstmontag, na, da kommst du halt morgens mal um 8 und dann zeige ich dir, wie man Bienen dressiert. Und dann hat er von den frühen morgens bis spät abends mir jeden einzelnen Schritt der Bienendressur gezeigt, alles genau erklärt, ist die ganze Woche über immerzu um mich herum gewesen. Und erst als er gemerkt hat, also ich habe sozusagen auch die wesentlichen Dinge verstanden, hat er mich allein gelassen. Und dann hat er mich sehr viel allein gelassen. Aber er hat mir diesen Blick auf das Tier vermittelt. Das haben Sie ja dann auch weitergetragen an Ihre Studenten, dass Sie, ich habe gehört, dass weiterhin jeder Student, der bei Ihnen anfängt zu forschen, egal ob er Biochemiker oder Molekularbiologe ist, jeder muss Freilandforschung mit Bienen betreiben. Stimmt das? Ja, also es gibt eine gewisse Regel, die nicht immer ganz durchgehalten wird, aber die lange Zeit eine strenge Regel war, dass auch die Molekularbiologen, auch die Elektrophysiologen, auch die biochemisch arbeitenden Leute die Erfahrungen mit dem Tier im Gelände haben sollten. Denn da kommt eigentlich auch die Frage immer her. Von dem Tier. Eigentlich werden die Fragen vom Tier gestellt und nicht irgendwie aus der Luft gegriffen. Was sind denn das dann für Fragen, die Ihnen die Bienen stellen? Eine Frage, die mich sehr frühzeitig interessiert hat, nachdem ich erst eine Weile lang über das Farbensehen gearbeitet habe, welche Bedingungen müssen herrschen, damit die Biene eine Farbe mit der Belohnung so assoziiert, dass sie sich noch nach Tagen oder nach Wochen daran erinnert? Nun ist das Gehirn der Biene ungefähr so groß wie ein kleiner Hirnschnitt von einem Säugetier, also vielleicht 1 Millimeter groß und 0,5 Millimeter dick. Und man kann also in einer relativ kleinen Zahl von Neuronen nun nach solchen geeigneten Stellen und damit geeigneten Netzwerken und geeigneten Neuronen suchen, die diese Veränderung während dem Lernen zeigen. Sie schreiben in Ihrer Autobiografie, dass Sie manchmal sogar weiter waren als die Forscher, die an Säugetiergehirnen geforscht haben. Da kann ich Ihnen ein Beispiel für nennen, dass wir tatsächlich an einige Bausteine im Bienengehirn entdeckt haben, die dann innerhalb nicht so langer Zeit auch von anderen Modellorganismen erkannt worden sind und dann als ein generelles Prinzip erkannt wurden. Das ist zum Beispiel die Art und Weise, wie sich die Belohnung im Lernen neuronal widerspiegelt, was das Substrat dafür ist. Und da hat ein hervorragender Doktorand, Martin Hammer, ein einzelnes Neuron gefunden. Wir nennen es das WUM-MX1. Das ist also ein einzelnes Neuron, das ist ein individuelles Neuron. Das ist also nicht nur eins von vielen dieser gleichen Art, sondern es ist ein ganz bestimmtes individuelles Neuron. Und dieses Neuron hat die Eigenschaft, dass es die Belohnung im Gehirn repräsentiert für das Duftlernen.
wenn man dieses Neuron im richtigen Zeitmoment bei einer Duftgabe aktiviert, dann lernt das ganze Tier. Das ist etwas, was dann bei den Dopaminneuronen in dem ventralen Tegmentum von Säugetieren zum Beispiel sehr genau beschrieben worden ist, was inzwischen über viele Jahre ein intensives Arbeitsprogramm ist, bei dem es sich also immer wieder um die Frage dreht, wie wird im Gehirn die Bedeutung repräsentiert, die nicht etwas sozusagen immer generell vorhanden ist, sondern die in einem zeitlichen Bezug zu dem steht, was zu lernen ist. Sie sprechen ja auch von Kognition bei Bienen, sprich, dass die Biene denkt. Wie sieht denn dieses Denken überhaupt aus? Wie stellen Sie sich das vor? Dieses Denken bei Insekten kann natürlich nur einen Bereich der Kognition umfassen, den wir nicht jetzt mit einem menschlichen Denken in Beziehung bringen wollen. Wir würden ja zuerst einmal, und das ist also nach wie vor der Ansatz von vielen Kollegen, sagen, ein solches kleines Gehirn mit weniger als 1 Million Neuronen und so winzig klein kann gar nicht solche Sorten von Kognitionen zustande bringen. Da muss es einfache roboterartige Lösungen geben. Und ihr macht uns da was vor mit euren Experimenten und euren Daten. Das muss sich einfacher erklären lassen. Nun, das ist eine Problematik, eine spannende wissenschaftliche Problematik, mit der man sich über die Experimente, ihr sogenannte Design, auseinandersetzen muss und dann fragen muss, ob das überzeugend ist. Sie haben die Kritiker erwähnt, die eher sagen, die Insekten agieren eher wie so ein festgelegter Roboter. Was erwidern Sie denn diesen Skeptikern? Glücklicherweise gibt es nur das Experiment und die Daten, die dann überzeugen müssen. Und man kann Zweifler in der Wissenschaft immer nur mit Evidenz überzeugen. Wie war das denn bei Ihnen persönlich? Also war das Ihnen schon immer klar, dass die Bienen wirklich so toll denken können? Oder hatten Sie auch erst das Modell, da ist ein instinktgetriebenes Tier, was möglicherweise ein ganz bisschen lernen kann, weil das war ja damals schon bekannt mit dem Schwänzeltanz und so weiter. Und ja. Aber gab es da bei Ihnen so einen Aha-Moment, wo Sie dachten, das ist wirklich so ein komplexes Denken? Also die Frage, die Sie mir stellen, ob ich sozusagen irgendwann mal vom Saulus zum Paulus geworden bin, das ist in der Tat so. Ich habe über lange Zeit die Meinung vertreten, dass diese roboterartige Erklärung mit den elementaren Leistungen, insbesondere auch auf dem Navigations- und Kommunikationsgebiet, in der Tat zutreffend ist. Und es gab ein Experiment, was ich mit einer Gruppe von Mitarbeitern durchgeführt habe, wo sich sehr schnell gezeigt hat, das kann nicht sein, das stimmt einfach nicht. Das war sozusagen mein Wechsel in das andere Lager. Und dieser Wechsel geht einher mit einer Verbreiterung dessen, was in der Neurobiologie als Kognitionsleistung verstanden wird. Mein Ausgangspunkt war, dass die Bienen in der Tat ein sehr einfaches Navigationssystem haben, dabei einfach sozusagen Himmelsrichtungen fliegen. Nun hat sich gezeigt, dass wenn sie gar keine Himmelsrichtung gelernt haben, finden sie trotzdem sehr schnell nach Hause. Und wir haben die Flugzeiten gemessen, und sie waren genauso schnell wie die Tiere, die solche Flugrouten gelernt hatten. Und es war unabhängig davon, von welcher Stelle wir sie freigelassen haben. Das bedeutet also, diese Erklärungsmöglichkeit, dass sie nach einem einfachen, wir nennen das Vektorgedächtnis, Richtungs- und Entfernungsgedächtnis geflogen sind, war völlig unfähig, diese Daten zu erklären. Und dabei ist mir auch aufgegangen, dass wir nicht das richtige Beobachtungsmaterial haben. Wir haben nicht die Methoden, die das erlauben, diese Frage überhaupt ernsthaft anzugehen. Wir haben immerzu nur auf einem winzigen Teil der Leistungen geschaut und haben all das, was sich ohne unsere Beobachtung abgespielt hat, haben wir nicht beobachten können. Und dann mussten wir neue Methoden entwickeln. Und das ist dann diese Bienen mit ihren Radarsendern. Genau. Ja, als wir gesehen haben, dass das keine Erklärung sein konnte, diese elementaren Leistungen, wollten wir den ganzen Flug beobachten. Also von dem Freilassen in einer kritischen Testsituation bis zum Ankommen. Und wie machen sie das? Und dazu haben wir dann mit einem Kollegen das harmonische Radar angesetzt. Dazu muss man den Tieren einen kleinen passiven Transponder, wie so einen kleinen
Antenne aufkleben. Sie können wunderbar damit fliegen, die ist ganz leicht und wird von einem Radarstrahl angestrahlt und der empfängt dann das zurückgestrahlte Signal. Und auf die Weise können wir mit hoher zeitlicher und räumlicher Auflösung in einem Navigationsbereich, wie die Bienen sich natürlicherweise bewegen, also Kilometerbereich, können wir das registrieren. Und dabei sieht man dann, dass sie tatsächlich in der Lage sind, aufgrund von Lernvorgängen, die sie ganz früh bei ihren ersten Ausflügen sammeln, im Gelände sich so zurechtzufinden, dass sie sagen, hier bin ich jetzt und da will ich hin. Und sie kann auch sagen, hier bin ich jetzt, also ich beschreibe das jetzt so wörtlich, ihr Verhalten lässt sich am ehesten so verstehen, dass sie sagen, sie ortet sich und dann kann sie entscheiden, will sie zum Stock zurückfliegen oder doch erst zur Futterstelle. Und wenn sie zwei Futterstellen gelernt hat, kann sie entscheiden, fliege ich zu einer Futterstelle oder fliege ich zu einer Futterstelle oder fliege ich zum Stock. Sodass also diese Art von Reichhaltigkeit, wie das Gelände in ihrem Gedächtnis abgebildet ist, zu einer solchen freien Navigation sie in die Lage versetzt. Das bedeutet also, dass Sie angefangen haben mit der Forschung an Bienen, weil Sie dachten, Sie haben da ein ganz einfaches Modell, nur um am Ende, Jahrzehnte später, der Forschung zum Ergebnis zu kommen, dass es viel, viel komplexer ist, als Sie ursprünglich gedacht haben. Das ist eine interessante Art, da drauf zu schauen. In der Tat habe ich, als ich sozusagen das erste Mal ein Bienengehirn aufgeschnitten habe oder angeschaut habe von außen und gedacht habe, naja, so schrecklich viele Neuronen sind es nicht, da muss man doch das ableiten und registrieren können, habe ich schon gedacht, da müssten doch schnelle Wege sein, wie man erkennt, welche Leistung sie damit verbringt. Ja, es ist schon sehr viel komplizierter. Und die Ebene der Komplexität ist eine andere, als die ich mir ursprünglich vorgestellt habe. Ich hatte gedacht, es sind sozusagen zuständige neuronale Wege, die man exemplarisch immer wieder mal registriert und dann kann man sagen, wie das alles geht. Nein, es ist nicht so. Es ist eben auch in diesem Gehirn mit nicht so schrecklich vielen Neuronen doch so, dass die wesentlichen Leistungen aus dem Netzwerk erwachsen und dass dieses Netzwerk durch die hohe Zahl der kommunizierenden Neurone ein erstaunliches Maß von Komplexität erreicht, was aber natürlich mit den neuen Methoden, vor allem den abbildenden Methoden, zugänglich ist. Wir können tatsächlich für interessante Situationen, nämlich dass das Tier selbst noch lernt und uns sagt, dass es gelernt hat, können wir das im Gehirn immerhin auf der Ebene, wo wir ganz dicht sozusagen bei den Synapsen sind, eine solche Netzwerkleistung darstellen. Also ist das sozusagen, sehen Sie trotzdem noch die Chance, dass irgendwann mal das zumindest in den Grundzügen erkannt werden kann, wie es funktioniert im Bienengehirn? Ich glaube sicher, dass im Bienengehirn sehr vieles mit den immer besser werdenden Methoden für diese Netzwerkleistungen erkannt werden kann und vielleicht sogar ein bisschen flotter und konkreter und schneller als bei sehr großen Gehirnen, weil nämlich die Auflösung bis auf die Ebene der wenigen Synapsen geht und weil das Tier im Verhalten zugänglich ist. Inwieweit lassen sich denn die Ergebnisse übertragen, die Sie bei der Biene gefunden haben, auf den Menschen? Ich glaube, wir wollen generelle Prinzipien erkennen. Und wenn man ein Prinzip erkennt, am Beispiel eines konkreten Problems, an einem bestimmten Tier, dann hat man ja in der Biologie den großartigen Vorteil, dass die Tiere und damit ihre Gehirne in einer evolutiven Geschichte zusammenhängen. Also ein generelles Prinzip wäre etwas, von dem wir annehmen, dass es eben nicht nur für dieses eine Gehirn eine Lösung darstellt, sondern für andere Gehirne auch und vielleicht sogar ein Bauelement für eine Gehirnleistung auf einem höheren Niveau. Und das wäre dann das, was wünschenswert oder ein Ziel wäre, dass wir sagen würden, vielleicht können wir an diesem Modellorganismus eine Art Baustein erkennen, der sich als ein generelles Prinzip auch in einem anderen Kontext, etwa im menschlichen Gehirn, wiederfinden lässt. Gibt es da schon ein Beispiel? Ich glaube, die Vorstellung, dass das Gedächtnis, sozusagen das Engramm, der Inhalt des Gedächtnisses,
in einem Muster von veränderten synaptischen Kontakten niedergelegt ist, ist eine Vorstellung, die bei keinem einzigen Tier belegt ist. Es gibt wunderbare sozusagen Hinweise, aber es gibt keinen eindeutigen, überzeugenden Beleg dafür, dass das so ist. Dafür möchten wir gerne Beispiele liefern und ich glaube, wir haben auch schon ein ganz konkretes Beispiel dafür geliefert. Ich glaube, wir konnten zeigen, dass zumindest in einem kleinen Ausschnitt von diesem Pilzkörperbereich ein Duft als ein Inhalt so gespeichert ist, dass er ein Muster an synaptischer Veränderung darstellt. Also das ist dann das Engramm. Und das könnte in der Zukunft weitere Bereiche umfassen und das könnte eine Art Paradigma, eine Art Modellzustand sein, wie man das in anderen Gehirnen auch wiederfindet. Das heißt, Sie gehen davon aus, diese Menschen und Insekt sind ja schon sehr weit auseinander, Sie gehen davon aus, dass irgendwann mal eine Lösung gefunden wurde und dass die sich dann auch die gesamte Zeit konserviert hat. Ich glaube, dass das Prinzip einer Gedächtnisspeicherung in einem Netzwerk von vielen kommunizierenden Neuronen und viele sagen wir jetzt mehr als 10.000, dass dieses Prinzip sehr frühzeitig in der Evolution entdeckt werden musste. Und das Prinzip darin besteht, dass sozusagen ein Muster entstehen muss, als Inhaltsspeicher. Und wenn das so ist, dann ist das bei den Insekten und bei den Säugetieren und Primaten dann ganz ähnlich. Also würden wir es jeweils auch als Modell in einer wechselhaften Beziehung untersuchen können. Was glauben Sie denn, wie lange es dauert, bis man das Menschengehirn in groben Zügen entschlüsselt hat? Wenn wir die Neurowissenschaften in ihrer unglaublichen Dynamik anschauen, dann haben wir natürlich unglaubliche Erkenntnisse in den letzten 20, 30 Jahren bekommen. Trotzdem dieses Problem mit dem Inhaltsspeicher eines Gedächtnisses in einem großen Gehirn wird sicherlich keine Lösung in den nächsten 100 Jahren finden. Ich glaube, das ist ein sehr weitergehendes Problem, was vor allem darin besteht, dass wir eine ganz andere Art brauchen, über das Zusammenspiel von vielen Neuronen nachzudenken. Wir haben ja noch keine Theorie des Gehirns. Wir haben auch noch keine Theorie dafür, welche Sprache geeignet ist, um das zu erfassen. Und deswegen würde ich glauben, dass selbst bei revolutionären methodischen Entwicklungen es doch noch eine sehr lange Zeit brauchen wird, bis man die Prinzipien erkennt, mit denen Neuronen in einem großen Netzwerk die Inhalte von Gedächtnissen speichern. Und haben Sie irgendeine grobe Vorstellung davon, wie dieses andere Denken, diese andere Betrachtungsweise aussehen könnte? Keine Vorstellung. Frage mich lieber nicht danach. Ich habe leider keine Vorstellung, wie das sein könnte. Und als experimentell arbeitender Neurobiologe würde ich vor allem annehmen, dass es aus den empirischen Daten und damit im Wesentlichen in Abhängigkeit von den zu entwickelnden Methoden sich ergeben wird. Meine Kollegen von der Theorie würden wahrscheinlich sagen, das nützt uns alles nichts, wenn wir nicht die entsprechenden mathematischen Instrumente dazu entwickeln. Wahrscheinlich liegt der Weg in der Kooperation zwischen den beiden. Herr Menzel, ein schöner Ausblick am Schluss. Vielen Dank für das Gespräch. Danke. Okay.